Super. So, ist nun mal was. So, jetzt können wir aber... Super. Ja, das war jetzt ein bisschen Fail, aber wie gesagt, ich will ja die Viecher so schnell wie möglich fertig haben. Von daher. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ah, kriegen wir es doch hin. Ich bin eher so der Hau drauf Typ, ich bin nicht so der Typ für Waffen. Also nicht in Spielen. So, genau, hier haben wir wieder den Opa, bei dem wir speichern können. Und immer, der hat eigentlich meistens immer nur so ein paar Herzen für uns. So als kleinen Restroom. Speichern abgeschlossen. So, ich mache jetzt erstmal den Dungeon fertig in der Hoffnung, dass wir den Boss gleich fertig machen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns direkt zum Piratenschiff segeln wollen oder ob ich zurück... Oha. Was ist denn das? Yo, Zyklopenpflanze! Furchtbar. Furchtbar fiese Flora. Eieiei, das geht ja mal gar nicht. Okay. Genau. Die kommen jetzt immer so ein bisschen abwechselnd. Das habe ich ja total vergessen. Und später werden die dann so ein bisschen zeitverzögert. Aber das kommt noch. So, jetzt kommen die zeitverzögert. Hier, so zum Beispiel. Das bedeutet, ich muss jetzt hier stehen, dann schießen, dann komme ich hoch und dann als Truffballer. Geht das auch so? Nee, das geht nicht so. So, jetzt hier unten. Ja, das war klar. So, hier natürlich jetzt auch wieder. Denn schon. Alter, wie viel frisst der denn noch? Ja gut, die Waffe macht natürlich fast keinen Damage, ne? Aber wir mit viel Mühe und Geduld kriegen wir auch den hin. Oh, super. Was? Moin! Jetzt müssen wir gut timen, dann kriegen wir das hin. Na, komm schon. Ah, super. Ich wollte jetzt nicht nochmal was essen dafür. Ah, super. Also, folgendes, was ich noch vergessen hatte, ich habe das Layout ein bisschen verändert. Ich habe eine Shantae aus dem Layout rausgenommen und habe dafür eine Sky eingebaut. Liegt einfach daran, weil einer halt meinte, wie, du hast dreimal denselben Charakter drin, ist das nicht ein bisschen langweilig? Ja, da hat er vollkommen recht. Ist mir beim Erstellen nicht so ganz aufgefallen, von daher einfach mal drauf rumgehauen. Hey, komm zurück! Was ist das? Er hat etwas fallen gelassen. Okay. Das ist die Karte der Spinnennetzinsel. Genau, wir müssen immer einen Boss machen und der schaltet. Da schalten wir dann immer die zweite. Pirate Master wird keine weitere Macht mehr aus diesem Ort gewinnen können. Ich sage besser schnell Risky Bescheid. Super. Wir haben auch wieder volle Energie. Das bedeutet, war ganz gut, dass wir hier ein bisschen... Genau, jetzt können wir hier natürlich auch hier sowas erstellen. Und hiermit diese Herztintenfische holen. Super. Wunderbar. Ich gucke mir das nochmal alles in Ruhe an, in Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Ja, jetzt erstmal hier. Ist das?
Also normalerweise geht man mit Meerjungfrauen, die einem Kuss, die einem Küsschen zu werfen, normalerweise nicht so um, aber bei der ist das was anderes. Aber die Pistole ist natürlich, also die müssen wir dringend aufrüsten, sonst haben wir da echt ein Problem. Ich verliere viel zu viele Herzen. So, die machen wir so platt. Aua. Da habe ich aber Glück gehabt. Ja, sieht man gleich. Ja. So, ich will hier hoch nochmal, um zu gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas machen kann. Ansonsten muss ich echt später, nee, hier muss ich später hin. Da brauche ich erst andere Schlüssel. Ja, super, jetzt muss der ganze Scheiß wieder von vorne gemacht werden. So, zum Glück kann ich nicht durch den Scheiß durch. Das geht einigermaßen. Aua! Ja, sagte er und verkackte. Na ja, komm, ich werde mich jetzt mit der nicht rumärgern. Schade, dass sie kein Herz fallen. Wir könnten natürlich auch mit einer Piratenfackel hier rumeiern, aber ich finde, das geht eigentlich. Erstens geht das noch, solange ich nicht ganz verkacke. Und zweitens kann ich hier noch ein bisschen Kohle sammeln. Und natürlich auch noch ein paar Items. Hier ein Blasenschild ist eigentlich auch ganz gut. Das hätte ich vielleicht gegen die Dingsbums nehmen sollen. Gegen die Frösche. Das hat aber lange gedauert. Ich habe etwas gefunden. Ein böses Dungeon und ein gigantisches Monster. Und wo hast du diese Pistole? Ich habe sie in der verschlossenen Truhe gefunden. Warum? Vergiss es. Noch etwas? Diese Inselkarte. Einer von deinen Tinkerbells hat sie fallen gelassen. Sie war noch nicht verwandelt. Interessant. Das bedeutet, der Pirate Master hat nicht genügend dunkle Magie für überall. Was bedeutet, dass wir noch Zeit haben, um seine Rückkehr zu vereiteln? Alle an Bord. Super. Auf zur nächsten Insel. Wunderbar. Du gibst Spinnennetzkarte. Supi. Machen wir nochmal hier einen Screenshot. ich will aber vorher nochmal zurück nach Shuttle Town. Liegt einfach daran, dass ich noch ein bisschen rumbauen möchte. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Energie. Das wäre auch ganz nett. So, du Möchtegern Succubus, Shuttle Town, Tintenschmied, zu deinen Diensten. Ich nehme niedliche kleine Tintenherzen und schmelze sie ein. Damit du mehr Energie bekommst. Bereit für ein paar... Ja, natürlich. Los geht's. Boah. Mit einem fetten Hammer. Voll fette Goldkette. Bitteschön, deine Max-Herzen sind um 1 gestiegen. Super. Ich brauche 4 Stück davon. Habe ich... Ich hätte fast 2 haben können. Ich will jetzt hier nochmal in den Itemladen rein und meine Rubine ausgeben. Willkommen in meinem Laden. Ja, Autotrank, Piratenfackel. Das finden wir ja alles. Das brauchen wir nicht. Shampoo, Pistolen-Upgrade. Das ist natürlich auch ganz nice. Kann ich eigentlich beides machen. Verbessert dein Haar für schnelle Peitschenhiebe. Erstmal mehr Schaden. Und dann nochmal gleich ein Pistolen-Upgrade. Warum eigentlich nicht? So, feuerfrei. Ja, Pistolen-Upgrade ist mehr Damage aus der Wumpe. So, jetzt gehe ich nochmal durch den Wald durch. Shanti? Ja. Wir haben etwas mit dir im Palast zu besprechen. Bitte folge mir. Och, scheiße. Du hast vielleicht mitbekommen, dass die Sultana unterwegs ist. Daher ist eine formelle Untersuchung deiner zurückliegenden Taten nicht möglich. Nein? Nach einigen sehr alten und rechtlichen Leitlinien fällt die Verantwortung auf, Verantwortung auf den königlichen Bibliothekar, da er wohl einmal im königlichen Rat gedient hat. Für einen Tag. Er hat entschieden, dass es unangemessen ist, dein schönes langes Haar zu schneiden. Sei es mit Scheren, Laubsägen oder mit Ziegenmäulern. Du bist damit frei. Yay! Ah, oh, der Bibliothekar ist toll. Den knuddeln mit. Den musste knuddeln, Shanti. Das war... Puh, ja, das war knapp. Oh nein, so einfach kommst du nicht davon. Ich hörte, du bist in die Bibliothek geschlichen. Oh, das... ich habe dir ausdrücklich gesagt, dass du dich von Unfug fernhalten sollst, nicht wahr? Ja. Nächstes Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück. Onkel, ich wollte dich etwas fragen. Ja? Vergiss es. Okay,
Ich bin in meiner Werkstatt, falls du deine Meinung änderst. Ich habe ein sehr wichtiges Projekt, das meine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Alles klar, dem Onkel können wir noch später helfen. Das war super. Ja, dann auf. Wir sind jetzt hier im Palast. Ist eigentlich ganz gut, da muss ich nicht da durch. Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück. Oh, super. Komm, knuddel mir den mal. Komm, wir tanzen für dich. Hm? Gefällt dir doch. Yay. Nee, du sollst... Ja, super. Gut. Dann hat der Opa was, worauf er sich anlehnen kann. Haha, hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Knallert und er meint es auch so. Und ja, super. Der Onkel hat uns jetzt... Der Opa hat uns jetzt geholfen. Sonst hätten wir unseren Zopf wegschneiden müssen. Und dann könnten wir nicht die Monster besiegen. Das war super von dem. Da können wir als Chanté dem auch schon mal den einen oder anderen Bauchtanz gönnen. So, war eigentlich ganz gut. Was sind das für ein Typ? Hallo! Hi. Ich bin Brandon. Mir sind beeindruckende Kräfte zuteil geworden, als ich mein verzaubertes Schwert hochhielt und sprach, hey, wir sollten eine passende Tasche dazu finden. Es gibt keinen Grund, dass nur Frauen auf passende Accessoires achten sollten. Das stimmt doch, oder? Hey, lauf nicht weg, komm zurück. Und mit diesen Worten wurde ich Branson, der fähigste Mann in der ganzen Galaxie. Wow, das ist ja krass. Ich weiß. Aber diese geheimen Worte funktionieren nur, wenn ich meine Klinge hochhalte. Und ich habe neulich mein verzaubertes Schwert im Bus vergessen. Was? Es muss leider diese eine spezielle Klinge sein. Ach, Menno. Wahrscheinlich ist sie jetzt gut geschützt in Schloss Boneface. Dort oder in einer Wüste. Ich stehe nicht auf Sand. Der bleibt immer... Was? Der bleibt dann immer in den Schuhen. Super, wir müssen jetzt sein... wir können sein Schwert finden. Und dann zeigt er uns seine ach so tollen Verwandlungen. So, wir müssen jetzt wieder hier durch. Warum mache ich das? Wie gesagt, ich kann ja jetzt die... wie heißt es? Ich kann ja jetzt diese Tür öffnen. Ey, unser Haar macht jetzt 7 Schaden. Super. Dann kriege ich die Reisebroschüre. Die kann ich dem Opa geben. Vielleicht hat er dann was für uns. Und vor allem können wir hier noch ein paar Fleischlutscher finden. Und ein bisschen Kohle machen. So, hier zum Beispiel. Also nicht viel, aber wie gesagt, jedes kleine bisschen hilft. Kleinvieh macht auch Mist. Kann ich eigentlich auch Fleischlutscher verkaufen? Weil das ist eigentlich eine richtig coole Grube hier. Wie viel können wir eigentlich tragen von den Dingern? Wir haben jetzt 5. Gut, mal gucken, wie viel wir insgesamt erstens haben können. Warte mal, die Maus hat da was verloren. So. Ich guck einfach mal, ob ich wirklich nur 9 davon haben kann. Nee, da will ich noch nicht hin. Da geht's wieder raus. Die Musik ist cool. Die Musik ist echt geil. Ja, genau, jetzt können wir das aufschießen. Kommen hier dran. Reisebroschüre und wir können hier oben raus, wie es die Plattform schon ein bisschen sagen. So, jetzt gehen wir zum... wo hast du meine Reisebroschüre gefunden? Was, du hast meine Reisebroschüre gefunden? Die über das Reisen? Keine Sorge, sie ist gut, so gut wie neu. Keine Rücknahme. Ha, einer weg. Ich bin ein Meisterverkäufer. Der Chef sagt, ich würde diese lausigen Broschüre niemals loswerden. Aber er hat die meine Abflussüberzeugungstechnik... Aber er hat nie meine Abflussüberzeugungstechnik gesehen. Haha! Was? Ich bin so ein unglaublicher... Also, der hat die Dingsbums selbst da versteckt. Hat so getan, als würde er Hilfe brauchen. Wir haben ihm geholfen und damit hat er uns eigentlich nur seine scheiß Reisebroschüre angedreht. Gut, aber wir drehen die auch gleich weiter. Der hat ja rumgeheult. Heilige Makrele, ist das eine Reisebroschüre? Kann ich sie haben? Na klar. Du gibst Broschüre. Wauzi! Was? Waui, zaui! Schau dir all diese Schnappschüsse an! Sand und Surfen! Offenherzige, aber verantwortungsbewusste Studentinnen beim fröhlichen Herumtollen am Strand! Ein schwitzender Tennisspieler, der Wasser mit einer Zitronenscheibe aus einem Glas trinkt! Alte Männer mit buschigem Haar! Abgestimmte Hosenanzüge mit stolzen Marineblauen Matrosestreifen! Das hält bis zum 3. Knopf offen. Ich muss dieses Paradies unbedingt finden und dort eine Ferienwohnung kaufen. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Du hast das Tintenfischöl erhalten. Ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, woher ich das brauchen kann, aber gut, was ist das? Es ist Tintenfischöl. Ich habe es heute Morgen frisch aus meinem Tintelbeutel ausgestoßen.
Igidigidigid. Wie auch immer, bis später, du Verlierer. So, der ist jetzt glücklich. Wir haben jetzt irgendwas bekommen. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss halt gucken, ob ich... Ja, jetzt könnte ich eigentlich die Piratenfackel nehmen können, direkt wieder in die Stadt. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Weil, ich kann mir die Piratenfackel eigentlich sparen. Das bringe ich hier mal ganz schnell durch. So, ja, das geht natürlich jetzt wesentlich... Geht jetzt alles wesentlich einfacher hier. Aber mit der Pistole können wir in diesem, in diesem Abschnitt nicht ganz so viel machen. Von daher, Bento-Box. Erstens kriegen wir ein paar Items und mit dem neuen Haar haben wir eigentlich auch keine großen Probleme. Dann fressen die Viecher nämlich keine zwei, sondern nur drei Schläge. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich guck mal, ob ich trotzdem noch irgendwas hinkriege. Nee. Schade. Na gut, dann ist es halt so. Speichern wir mal lieber. Besser, sicher ist sicher. Danke, Opa. Hast du super gemacht. So, wir müssen jetzt hier einfach nur... Achso, ich dachte, die fressen nur einen Damage. Die fressen ja mittlerweile zwei. Ja, die werden auch von... die werden auch etwas stärker. Aber nur etwas. Ja, die Pistole macht schon zwei Damage. Das ist wesentlich mehr als vorher. So. Wurde jetzt einer getroffen. Das ist jetzt zu meiner Schande nicht so geil. Aber komm, das passt schon. Dafür können wir jetzt einfach hier stehen und rumballern. Aber das passt schon. Ich muss halt gucken, dass es nicht zu laut wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass... Jo. Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage die eigentlich fressen. 2, 4, 6, 8. 10. Okay, die haben 10 Damage. Also 10 Schaden fressen die aktuell. Boah, du Ratte. Elender Lümmel. So, der ist schon mal weg. So, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht durchrennen, aber ich muss mich auch nicht künstlich an diesen Abschnitten aufhalten. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe ein bisschen Kohle, aber damit kann ich noch nichts machen. Was haben wir denn hier? Hier ist der Speicheropper. Ne, das brauche ich nicht. Gut. Itemladen bin ich blank. Ich habe jetzt in dem Abfluss keinen von den Dingern gefunden. Okay, das bedeutet, im Strapsen gehüllten Succubus kann mir nichts anhaben. Oder ist für mich nicht zu gebrauchen. Tauchen die Kräuterquelle ein. Ja, super. Die hilft mir jetzt aktuell auch nicht weiter. Hat die Sky mir noch irgendwas zu sagen? Nö. Schon zurück, das ging schnell. Ich habe, was ich brauche. Danke. Du gibst Bibliothekausweis. Ah, den müssen wir ja wieder zurückgeben. Schau, ich weiß, dass du die gesamte Schuld für die Sache mit dem Ammo Baron bekommen hast. Daher habe ich ein paar meiner Kriegsvögel verkauft, um dir wieder auf die Beine zu helfen. Noch. Wow, Sky. Das ist dein gesamtes Nestei. Du findest 100 Geld. Oh, Sky, du bist toll. Versuch dich von Unfug fernzuhalten. Oh, super. Super, dass ich die Sky jetzt doch reingehauen habe. Ist eine echte super Freundin. Bro, Girlfriends for Life auf jeden Fall. Ich will jetzt mal den Onkel nochmal besuchen. Oh, der Ammo Baron, dieser Drecksack. Oh nein, was ist denn los, Onkel? Meine Werkstatt wurde geplündert. Wer tut denn sowas? Verdammt, das war's mit meinem Experiment. Jo.